Ihr Haus ist erst 5 Jahre alt. Doch nach dem verheerenden Unwetter muss es nun fast komplett renoviert werden. Nahezu das gesamte Erdgeschoss stand damals unter Wasser. Heizung, Elektrik, alles muss erneuert werden. Auch der Garten wurde zerstört. Auf dem oberen Teil liegt inzwischen Rollrasen, doch der untere Teil nur eine triste Fläche. Maike Breuer und ihr Mann Manuel sind noch immer geschockt, wenn sie sich die Bilder von damals anschauen. Auf einmal stieg der Pegel rasant an. Und dann war es wirklich kaum noch Zeit, hier was zu machen. Da kam wirklich das Wasser so schnell hier rüber. Wir konnten nur noch wirklich eigentlich nur noch sehen, ob wir hier wegkommen. Als wir hier rausgegangen sind, war das Wasser schon hier im Keller, also im Erdgeschoss. Hier war bis vor einem Jahr ihr Wohnzimmer. Im Moment lebt die Familie in einer Ferienwohnung und sehnt sich nach ihrem alten Zuhause. Ich wünsche mir, oder das wäre das Schönste, wenn die Kinder halt auch im Sommer, Herbst, auch wieder draußen den Garten nutzen können und sich frei bewegen können. Also das ist ganz wichtig für die Seele, dass man hier auch wieder Grün vor Augen hat. Frisches Grün. Dafür will unsere Gartenexpertin Heike Bohmgarten sorgen. Hallo. Ja, schon fleißig. Ah, hallo. Geht los, oder? Ja, Rollrasen habt ihr schon, das sehe ich, bis zum gewissen Punkt. Genau. Da wurde von Freiwilligen Helfern so eine Initiative war das. Die haben den dann hier verlegt, damit wir halt gerade für die Kinder ein bisschen Grün mal haben. Weil immer nur das Graue und so. Das verstehe ich. Also Rollrasen ist im Grunde genommen ja was unglaublich Schönes und es bindet auch den Staub. Aber wir wollen ja einen Klimagarten machen, so in die Zukunft für eure Kinderpflanzen. Das heißt, wir brauchen Bäume für Schatten, Vielfalt mit Blüten für die ganzen Insekten und natürlich auch ein System, mit Wasser umzugehen. Mit einem Bagger wird ein Weg quer durch den Garten nach unten gezogen. Denn auf Rollrasen versickert das Wasser nicht gut. Das soll der künftige Weg verbessern. Der wird dann mit wasserdurchlässigem Splitt aufgefüllt. Wir haben ja das Problem mit einer Bodendürre. 75% der Böden sind ausgedörrt. Ja. Regen fließt einfach ab in den Kanal. Und wir haben hier sozusagen eine Drainage gemacht. Wir machen jetzt hier diese Drainage, damit das Wasser in den Boden sickern kann. Dadurch können auch die Bäume das Wasser aufnehmen und müssen weniger oft gegossen werden. Und bei Starkregen kann das Wasser besser versickern. Der Weg führt zu einer 6 Quadratmeter großen Grube, in der überschüssiges Wasser zusätzlich aufgefangen werden kann. Nun geht's ans Pflanzen. Und da ist einiges zu tun, denn das Grundstück ist rund 500 Quadratmeter groß. Unsere Gartenexpertin hat deswegen mehrere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer organisiert. Ihr wisst ja, wenn eine Fläche zugepflanzt ist, dann kann der Boden humoser werden, der kann besser Wasser speichern, das vertrocknet nicht so stark. Und dafür kriegen wir gleich unsere Pflanzen. Ja, wir laden mal die Pflanzen aus. Zusammen mit Familie Breuer hat Heike Bohmgarten hauptsächlich heimische Wildgehölze, wie zum Beispiel Kornelkirsche oder Speierling, ausgesucht. Die Pflanzen sind robust und nicht so anspruchsvoll. Als Abgrenzung am Ende des Grundstücks soll eine Vogelschutzhecke gepflanzt werden. Die dient später nicht nur als Sichtschutz, sondern auch als Nistplatz für Vögel. Ein Teil der Hecke besteht aus Weiden. Sie sollen direkt neben dem Versickerungsbecken stehen. Mit Absicht. Das sind Weiden und Weiden lieben ja Wasser. Und Weiden nehmen aus dem Versickerungsbecken das Wasser mit auf. Das schatten das Versickerungsbecken. Und ganz spannend ist natürlich, was passiert dann, wenn die das Wasser aufnehmen können. Dann geben sie das Wasser auch ab. Sie geben Verdunstungskälte ab. Und damit ist ein anderes Kleinklima im Garten. Und damit können auch viele Pflanzen wachsen, die sonst verdörren würden. Familie Breuer wünscht sich auch ein paar Hochbeete für Kräuter und Gemüse in ihrem Garten. Eines davon kommt neben die Terrasse für Kräuter. Hier gibt Heike Bohmgarten außer Erde auch etwas Sand dazu. Die mögen es gar nicht so nährstoffreich, sondern ein bisschen abgemagert. Dann haben sie mehr Aroma und schmecken einfach besser. In die anderen beiden setzt sie verschiedene Gemüsepflanzen. Aus den Hochbeeten kann die Familie schon bald ernten. Aus dem Garten wäre das nicht möglich. Denn in dem Überflutungsgebiet darf wegen der Rückstände im Boden in den nächsten 2 Jahren nichts geerntet werden. Für den ersten Tag ist heute Schluss. Das Wetter spielt nicht mehr mit.
Am zweiten Tag geht's weiter mit dem Anpflanzen. Zahlreiche Büsche und Bäume sollen später Schatten spenden und außerdem den Boden vor dem Austrocknen schützen. Für die Terrasse hat sich Heike Bomgarten etwas Besonderes ausgedacht. Hier soll ein Maulbeerbaum gepflanzt werden. Die stattliche Krone als Sonnenschutz dienen. Wieder muss etwas Rollrasen dran glauben. Aber der Boden ist an dieser Stelle sehr hart. Da hilft nur schweres Gerät. Vor dem Einsetzen ist es wichtig, den Wurzelballen aufzulockern. Wenn man das nämlich nicht macht, fängt er an, immer im Kreis zu wachsen, gell? Etwas frische Blumenerde dazu und noch eine Stütze für den Baum. Das ist doch schwer hier in der Luft. Aber jetzt reicht's. Ihr wisst, wie das geht, ja? Der Baum muss ganz festgebunden werden. Der Baum darf aber nicht am Pfahl reiben. Genau, noch zweimal drum, damit er richtig gut steht. Der Strick wird in Form einer Acht um den Baum und den Pfahl gebunden. Um den Stamm herum empfiehlt die Gartenexpertin, einen kleinen Ring aus Erde anzulegen. So wird das Regenwasser besser gehalten und der Baum bekommt mehr Feuchtigkeit. Für die Kinder hat sich die Gartenexpertin noch etwas Besonderes ausgedacht. Ein natürliches Tipi-Zelt aus Weiden. Wenn die Pflanzen etwas gewachsen sind, können die Äste zusammengebunden werden zu einem Dach. Direkt daneben ein Sandkasten zum Spiel. Am Schluss wartet noch mal richtig Arbeit. Rund 200 Stauden und Gräser möchte Heike Bomgarten nun noch in dem Garten einsetzen. Frühlings-, Sommer- und Herbstpflanzen, die abwechselnd blühen und unterschiedlich groß werden. Wir brauchen Stauden, die wirklich sehr gut mit der Sonne zurechtkommen, hitzeverträglich sind. Stauden, die mit Trockenheit auskommen. Und deswegen habe ich die zusammengestellt. Bei der Menge an Stauden packen natürlich alle mit an. Doch die kleinen Pflanzen lassen sich nur an wenigen Stellen einsetzen. Da ist sogar die Gartenexpertin etwas ratlos. Also das Problem im Boden ist, ich komme überhaupt nicht rein, weder mit dem Spaten noch mit der Hacke. Das ist natürlich für mich jetzt persönlich dramatisch. Hier sollte ein Prachtstaudenbeet entstehen, also ein Beet, das wirklich mit Trockenheit zurechtkommt. Aber wenn wir die Pflanzen nicht in den Boden pflanzen können, dann weiß ich auch nicht genau, wie wir es machen wollen. Da hilft nur eins, der Bagger muss noch mal ran und den Boden auflockern. Dann klappt's endlich mit dem Einpflanzen. Auf einem Teil der Fläche sät die Gartenexpertin jetzt noch eine mehrjährige Wildblumenmischung. Maike Breuer und die Kinder schauen nicht nur zu, sie packen gleich mit an. Und nach zwei Tagen hat sich einiges getan. Ja, kein Vergleich zum Vorher. Wahnsinn, dass das Auge auch mal wieder was Grünes hier sieht. Das ist wirklich schon sehr, sehr schön. Hätte man sich so nicht vorstellen können. Wir können nur staunen, was man doch aus so einem Garten machen kann. Aus der tristen Fläche ist ein abwechslungsreicher Garten geworden. Mit vielen schattenspendenden Bäumen, einer Vogelschutzhecke, mehreren Hochbeeten und einer Spielecke für die Kinder. Und wenn ihr jetzt noch mehr Videos von uns sehen möchtet, schaut doch mal hier. Und zur ganzen Sendung geht es da.